Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem Part von Kingdom Hearts 358, zwei Tage. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich den Titel richtig ausspreche. Weil andere sprechen ihn komplett anders aus. Aber egal. Im letzten Part waren wir unterwegs mit Xaldin im Bischloss und haben ja ein bisschen was herausgefunden und dass die Rose der Schwachpunkt des Bischs ist. Warum auch immer, weiß ich bis jetzt heute nicht. Ich habe auch nie den zweiten Teil von dem. Gab's da von zweiten Teil? Ich glaube schon. Irgendwie sowas gab's da. Irgendwo gab's zweiten Teil. Keine Ahnung. Huch. Ich habe diese ganzen Disney-Filme mit den Prinzessinnen da nie wirklich verfolgt. Das Einzige, was mich jemals interessiert, war König der Löwen. Oh, das war mein Lieblings-Disney-Film. Und die Donald-Goofy-Filme. Dann reden wir einfach mal mit. Nein, ich will nicht mit dir reden. Nein. Nichts zu reden mit dir, Sykes. Nichts da. Und ich habe mir überlegt. Vita. Ich hau dich hier raus. Haben wir noch ein paar Feuerchen? Weil das war total supi. Ja. Weil mir ist auch gefallen, dass mit Feuer, dass ich Feuer viel, viel lieber mache als irgendeinen anderen Krank. Deswegen kommt hier noch ein Feuerchen rein. Zack. So, eine Stufe 13. Das ist super, wenn wir noch irgendwann mal ein Level abbringen. Was ist das? Groß habe ich das denn gepflanzt? Nein, X ist da bei mir. So, wir haben Dunkelschimmer, eine Waffe, die über sehr hohe Angriffskräfte für gut. Gegen zähe Gegner. Reichweite. Na egal. Ich habe mir auch so ein Video angeguckt, wo Roxas gegen Rico kämpft. Also den Endkampf von diesem Spiel. Ich schätze mal, dass der Endkampf ist. Ich habe keine Ahnung. Aber schauen wir mal so. Arena ist. Achso, das sind. Okay. Tesoteure oder Herzen? Ich werfe die Herzen erstmals. Da sind wir wieder mal alleine. Zu zweit macht es eigentlich viel mehr Spaß als alleine, aber egal. Ich weiß nicht, wie kommt sofort, seit ich das Aufnahmegerät umgestellt habe, dass irgendwie das Spiel viel mehr laggt. Heute muss ich keine Untersuchung anstellen, also sollte ich die Arena meiden. Ich brauche nur ein paar Herzlose zu besiegen, dann kann ich nach Hause. Das denkst du. Sicher kommt irgendwie da irgendwas, wo viel auftaucht und mit. Gut, ich mag ich gar nicht. Who made that explosion? The fuck? Ah! Was bist du? Riesenkanone. Wir sind hier nicht bei Paper Mario. Wo entschießt du? Ah, nett mit mir, Junge. Du hast ihn gerade nicht geheilt. Du hast ihn gerade nicht geheilt. Wo ist diese Pappnase? Komm her. Da bist du. Ich werde sicher hier verkrepieren, das weiß ich jetzt schon. Ich hab's gewusst. Hey, mies. Ich glaube, ich geh zuerst. Ich hab Eis. Schnuckichen, warum bist du nicht gerollt? Ja.
Wehe, du healst ihn. Zack. Ah. Und tschüss. Dann heilen wir uns mal. Oder auch nicht. Roxas! Ich hab's gewusst. Gutes Timing, Kleiner! Ach, nö. Wir haben ein Herzlosproblem in der Arena. Was? Wie ich schon sagte. Und Herk ist nirgendwo zu finden. Das hier ist eigentlich kein Job für Anfänger, aber ich habe keine große Wahl. Jetzt wird's ernst. Pass also gut auf dich auf. Das werde ich. Hey, warte, ich habe doch keinen Rat für dich. Nur zwei Worte. Werde nicht leichtsinnig. Ich glaube, viel hat's ein bisschen mit den Wörtern zählen. Das waren drei Worte. Okay. Das sind immer noch drei Worte. The fuck? Seriously? Hey, da ist ein Sora. Darf ich mich bitte zuerst mal heilen? Das wollte ich zwar nicht, aber egal. Die machen ja schon Schaden. Weg. Ah ja, das war gerade knapp. Wer war das für ein Ding? Das wollte ich noch haben. Wenn schon, denn schon. Ich. Nicht in die Ecke drängen. Nicht in die Ecke. Nicht in. Hallo? Habe ich schon gesagt, ich hasse solche Gegner. Ja. Roxas, geh da weg. Geh da weg, Roxas. Verpiss dich da, Roxas. Ich habe ja noch Magie. Ich will den ganzen Schaden zudrücken, Roxas. Warum gehst du nie weg, Roxas?
Ike. Zack, zack. Und weg. Ich traue mich, den nicht viel aggressiver anzugreifen. Manche würden voll aggressiver wenn draufhauen, aber ich bin vorhin schon einmal gestorben. Ich brauche das nicht nochmal. Oh, hat sich hingepackt. Das ist supi. Oder auch nicht. Ich will nicht gerade unbedingt mit Roxas. Mach hier keine Spielchen, ja. Du spielst gerade hier mit meinem Herzen. Noch drei Lebensleisten. Noch drei Lebensleisten. Dann gib mir schon positiv. Das ist ein Kroll. Das war jetzt aber knappe Sache. Junge, Junge. Springst du jetzt oder? Roll von ihm weg, Roxas, nicht in seine Beine. La 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 la. Oh mein Gott. Oh my fucking goodness. Hi. Bye. Ich rede ja so viel. Ich habe Angst vor dem Typen. Ich schwör's euch. Ich hasse Aduwampen. Ab dem zweiten Teil hasse ich sie so dermaßen. Ich könnte sie alle umbringen. Naja, okay, nicht wirklich. Roxas, nicht blocken. Rollen um dein verficktes, kleines, kurzes Leben. Sind hier nicht lebensmüde, Roxas? Vielleicht du, aber ich nicht. La 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 la. Ich mach dir viele Puzzleball. Hat sich hingepackt, das ist supi. Roxas. Warum Roxas? Das hat jetzt nicht geklappt, wirklich. Wow. Das hat mir so viel Damage gemacht, das ist unglaublich. Habt ihr auf den Kopf geschlagen? Trollolololol. Geh weg von mir, geh weg von mir. Ich heile mich noch lieber einmal. Ich habe nämlich sonst Angst. Wenn es in einem Buchdreher kommt. Oder mit sowas. Wenn es nicht hinpackt, greife ich ihn gar nicht mehr an. So lebens bin ich auch nicht. Huch. Nein. Man hört sicher vor meinem Tastensmashing, sicherlich. Das war aber gerade knappe Geschichte. Bald haben wir ihn. Bald haben wir ihn. Bald haben wir es. Es halt sich hierbei nur noch um ein paar Stündeleinchen. Hi. Hätte ich ihn jetzt getroffen, wären es nur noch zwei Züge oder sowas gewesen. Hi. Danke. Oh mein Gott. Das ist fast schon so arg wie in so einem Boss-Fight. Schöne Arbeit.
Du sahst da drinnen gut aus. Danke. Jetzt, wo du warm bist, wie wär's mit dem Training? Was? Nein. Bist du nur noch ganz oben oder nicht? Jeder hoffnungsvolle Held muss sich zwei Dinge merken. Trainiere jeden Tag. Es sind immer noch drei Wörter. Ich sag's dir, ich bin nicht... Keine Ahnung, Kleiner, jetzt schläg schon los. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Ich mag nicht. Ich will nicht trainieren, so leid es mir tut. Ich bin gerade fertig von diesem Boss. Nein. Ich habe keine Potions mehr. Was stellt ihr euch vor? Ich habe gar nichts mehr. Ich habe drei Feuer und ich kann nicht mal heilen. Oh. Donnersplitter. Pyrosplitter. Potion vielleicht? Tech Mode. Yay. Yeah. Da eventuell noch eine Potion drin. Areo-Rezept, nee. Aber anscheinend muss ich gegen da kämpfen. Alles klar, dann fangen wir mal an. Bist du bereit fürs Training, Kleiner? Ja, hab ja wohl keine andere Wahl. Was? Kann ich so besiegen? Ich muss ja anscheinend mit Pfeffern bewerfen. Hat nicht gerade viel gebracht. Meine Hauptmittel sind immer noch. Ich will den nicht mit Fässern bewerfen, so leid es mir tut. Mach mal einfach mal. Bringt sich nichts. Fünf Punkte, ich hoffe, wir lernen schnell dazu. Versuch nächstes Mal mindestens 100 Punkte zu erreichen. Ich will nicht. Willst du nochmal? Nein. I don't like. Ich muss noch ein paar Herzlose besiegen. Och, man. Nö, oder? Okay, dann machen wir das wenigstens im Schnelllauf. Bis gleich. Ja.
So, da la. Jetzt haben wir schon ein bisschen mehr, aber wenigstens haben wir die verdammte Mission abgeschlossen. Wie gesagt, wenn wir die 100% schaffen, also die 100 Punkte, ja, dann ja. Okay, das reicht für heute. Ist mir alles genug. Erst die Herzlos und dann noch das Training dazu. Weißt du, du könntest wirklich. Halt die Fresse. Könnte ich wirklich was? Du könntest wirklich etwas mehr Training gebrauchen. Ha. So, ich habe ja genug Herzen gesammelt. Ich schätze, ich kehre zum Schluss zurück. Kein Bock auf Training. Trollolololol. Achso, nein. Ich habe keinen Bock, mit viel zu reden. Wir haben sogar mehr. Nö, ich werde das noch dazu machen. Ich will noch ein paar Herzlose töten, damit wir das voll kriegen. Wir müssen ja Herzen sammeln. Wenn ich das voll kriege, haben wir dementsprechend eine besondere Belohnung und sowas. Und vielleicht gibt uns Zeigs irgendwas noch. Blibla blub. So. Einfach nur Herzlose ziehen. Ja, auch Herzchen dazu, also. Ist für dich ja so. Oder auch nicht. Und zack. Hab ich noch nicht ganz so tun. So, du bist leistet wenigstens voll. Ja, halt's Maul. Es interessiert doch keinen. Auf zu labern, Mann. Tut mir leid, aber ich muss leider weiter. Ich habe ein paar Dinge zu erledigen. Impfen, ja, du weißt ja, was das ist. Ne. Wenigstens verzieht er sich. Ich schätze, das war's dann. Ich gehe zurück zum Schloss. Jupp, das wirst du auch tun, mein Junge. Falsche Richtung, Junge. So. Alle Küchen haben wir auch. Wir haben zwar keine Tränke mehr, gar. Jetzt geht der schon wieder an so bei. Hey. Phil, ich bin wieder da. Wo warst du, Herr? Wir wurden von Herzlos überrannt, während du. Wo er weiß, Zeus, wo warst. Herzlos, wo? Ich mache sie fertig, Phil. Zu spät, der neue Schüler hat sich um sie gekümmert. Ich sagte, der Kleine ist nicht schlecht. Da haben wir mal ordentlich zugepackt, nicht? So. Vielleicht können wir ja auch irgendwas schmieden. Und ich möchte noch die zweite Quest in diesem Part machen. Damit wir im nächsten Part eventuell vielleicht in der neuen Welt aufbrechen können. Hi, Mogi. Sei gegrüßt, Kupo. Wie beim Blick auf meine Waren, Kupo. So, was können wir schmieden? Wir können Elixier schmieden. Wow. Hi, oh, auch schon. What the fuck? Perfekt. Block, Block, Block. Feuerblock, Eisblock, Duell.
Ich will den Fliegenmund haben. Dann will ich jetzt den Perfektblock haben. Und dann bin ich. Guck mal, so ein paar Mega Potions. Noch einmal kurz holen. Machen wir doch eine High Potion. Und wir doch eine Mega Potion machen. So. Jetzt können wir es kaufen. Ermöglicht dich zu heilen, wenn all deine LP verbraucht sind. Einmalige Anwendung. Ja. Magieeinheit. Ja, das ist dann wiederum. Ja. Ja. Sagen wir mal. So. Wo haben wir uns in unserem Perfektblock? Ich frage, wo unser Block da ist. So. Den unseren Flink. Ei, wo packen wir den denn hin? Oh, ich wieder alles umstrukturieren. Ja, verdammt. Weg. Jetzt aber. Warum nicht? Also, weil ich noch eine Waffe drin habe, upsi. Kann ich in dem Effekt auch dahin gehen. So, und dann haben wir die Fähigkeiten. Oh, eine Fähigkeit noch, ne? So. Was für eine Waffe haben wir jetzt? Levitan Plus, okay. So. Was habe ich denn dafür rausgegeben? Oh, ein paar Stufen. Chips, das geht ja mal gar nicht. Brauchen unsere Stufen? So, dann haben wir doch ein paar Mega Potions da rein. 4 Stück an der Zahl. So, dann passt das ja auch. Mann, wir brauchen doch mal wieder eine zweite Seite. Achso, wir haben ja schon ein Fell gekriegt. Upsi. Hab ich nicht drauf geachtet. Und bald gegen den Stufenchip, das ist supi nämlich. Ich hätte auf einem anderen Speicherplatz speichern sollen, falls der Part. Ach egal. So, dann holen wir uns mal die Desoteure. Hab zwar keinen Bock auf Desoteure, weil Desoteure doof sind. Verfolge ein bisschen Desoteure. Hi. Boah, die Waffe ist ja amazing. Dum 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 dum. Sicher eine Arena. Direkt euch an. Ich bin eben zu schnell für sie, das ist das Problem. Ich habe mich irgendwas geschlagen.
jetzt leise, ich muss mich auf die Desoterre konzentrieren. Das Problem ist, ich bin so viel zu schnell für sie. Aber sie hat mich trotzdem getroffen. Lalalala. Selbstmord kommt eben voll im Fall. Halt auf mich anzuhauen und zu pfeifen. Au. Lauf, so rockst du, so rockst du. Oh, Rocks braucht immer so lange, bis er wegrennt. Doch dennoch immer noch diese Türe. Man braucht ihn nie mehr verkloppen. Muss er trotzdem verkloppen. Das ist uns hergeschenkte Erfahrung. Ich habe keinen Platz mehr. Dann heißt es ab nach Hause. Okay, so schlimm ist es mit diesem Schwesterschwert gar nicht gegangen. Also das war supi eigentlich. Wenigstens will nicht da. So. Ja, ich muss zurück zum Schloss kehren. Und jetzt kriegen wir auch ein Level up. Das ist supi. So. Ja, Missionsergebnisse erschließen. Tag 149. Verschiedene Geister? Geister? Nein, Tag in Rockstars Tagebuch. Lesen wir es mal in Rockstars Tagebuch. So. Etwas Wertvolles. Axel ist ewig weg. Also Essex und ich unser Eis allein. Als wir zusammen mit Xalden das Schloss des Biests erkundet haben, fanden wir, dass das ihm am Herzen liegt. Xalden sagte, das wäre eine Schwäche, aber ich weiß nicht, ich hab's für das nicht. Das macht die Sache für mich schwer zu verstehen. Und wir machen mal so Tafeln und sprich. Hä? Ja? Ihr seht richtig, ihr habt zwei Tafeln. Aha. Das ist schon Level 14. Haben wir irgendwas verbraucht? Schaut nicht danach aus. So, dann würde ich aber sagen, das war's mit diesem Part von Kingdom Hearts 358, 2 Tage. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.